Ich muss aufpassen, dass ich umstelle, bevor das Jahr zu Ende ist. Ich bin Händler mit Leib und Seele. Er kauft Bier. Der Tribut wird mich dann wieder reinreißen, spätestens. Ich war doch mal auch schon mal beim Start des Monarchs. Bin noch zufrieden. Ach verdammt, jetzt sehe ich ja gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ach, so ein Mist, jetzt habe ich den Wecker nicht gestellt, weil ich mich darauf verlassen habe, dass ich da rechts was sehe. Weil dieses hier doch ja nicht will. Und hier langsam alles zusammenkracht. Sind wir wieder zufrieden, okay. Ah, immerhin 10. Gut. Ist immer wieder hochgerannt, ist der Idiot. Genau, gib mir Geld, ich brauch's wirklich dringend. Vielleicht habe ich auch, wenn ich wenigstens wüsste, dass ich bis wann ich mich darauf verlassen könnte, dass ich nicht angegriffen werde. Truhe voll Saphire. Immerhin 5 dazu. Das Pharao kannst du dir am besten, Geschenke leisten. Welche Überraschung. Mein Geld ist schon wieder weg. Wo geht mein Geld hin? Kann doch nicht alles für die Löhne drauf gehen, oder? 3000, ja, ich mache eigentlich nur 1000 Verlust durch die Löhne. Und dann kommen wir 1000 vielleicht für Kram. Und Gerste ist jetzt nicht so teuer. Verkauft mir eigentlich auch. Du verkaufst mir Schmuck. Könnte ich rein theoretisch dann auch Leinen, okay, das sind keine Leinen. Luxuswaren verkaufen, rein theoretisch. Aber wenn da ein Lager zerstört wird, dann bist du wirklich am Heulen. Wichtig ist mir vor allem, dass wir das Holz verkaufen. Auch wenn Luxuswaren mit auch nicht teuer sind. Okay, ich krieg nur 150 und bezahl 120 für die Edelsteine. Wenn du... nee. Nee, habe ich gehört. Luxuswaren sind nur effizient, wenn du wirklich nur, wenn du sie rein selber herstellen kannst. Ein vergoldeter Wagen. 36, okay. Hast du es geschafft? Wenn wir es noch bis nächstes Jahr um die Zeit überleben, dann sind wir durch. Ich glaube wirklich, dass nochmal so ein beschissen großer Angriff kommt. Aber es ist schön, wenn die Stadtkasse mal nicht mehr ständig leer ist. Ich glaube, so lange nehme ich noch gar nicht auf. Oder eine Stunde. Ah, ich höre am besten nach der Mission dann auf, wenn ich es dann geschafft habe. Ah, Nahrungsmittel. Ist aber viel Bier da. Könnt ihr jetzt alles kaufen, bitte? Mit einmal, wenn ich nicht ständig angegriffen werde, floriert meine Wirtschaft auch.
Ah ja, der freut sich auch über sein seines Leben. Oh, da wurde. Die kämpfen doch gar nicht. Oder haben die bloß keine Kampfanimation? Aber das ist doch gerade gestorben und das war garantiert niemand anderes außer ein Holzfäller. Heute Abend mit Schnitzel für alle. Was anderes habt ihr ja auch nicht. Man kann sich irgendwann auch nicht mehr sehen. Und für Schnitzel brauchst du auch Ei und Brotkrumen. Okay, nicht die Brotkrumen, aber ihr wisst, was ich meine. Die Brotkrumen ist ja der Innere des Brotes, sondern ihr braucht. Du brauchst ja trotzdem. Oh, ich hätte beinahe hier vergessen umzuswitchen. Ich glaube, wenn ich das vergesse, dann. Kopfschuss. Dann wird mich der Pharao angreifen und das wird nicht gut ausgehen. Ein Federnschiff. Der Pharao kann mich mal. Und ich mache dann noch so 30 Minuten. Bis ich hier um 7 ist, das könnte hinkommen. Auf jeden Fall will ich nicht, ich will nicht immer über die 2 Stunden kommen, weil dann ärgere ich mich, weil ich dann anders schneiden muss und. Dann werden die Dateien so groß. Und es dauert so ewig. Na los. Wir haben eigentlich alles. Es gibt nur noch die Königreichwertung. Die Polizei hier. Total krank. Naja, dieser gute Sonnentempel. Oh, die haben sich auch ganz schön weit entwickelt. Weiter als ich dachte. Ah, besser. Ah, sieht doch schön aus. Und ernsthaft, jetzt kommen keine Angriffe mehr. Nachdem du das zwei, dreimal wirklich enorme Truppenmassen vernichtet hast, hast du einfach deine Ruhe. Und es passiert absolut nichts mehr. Geparden und Giraffen. Oh, es hat nichts gebracht. Okay, hab ich gehört. Na, schauen wir mal, wie stark die sind, von wo sie kommen. Aber ich sag, irgendwann sagt mir, es wird eine hässliche Armee. Ne, es ist die. Die sollte ich eigentlich hinkriegen. Wo rennen die hin? Wo rennen die hin? Ernsthaft? Okay, da kommen die ganzen Bogenschützen dazu. Na, die Polizei hilft ja auch noch mit. Oh ja, gut macht das, Jungs. Nee, nicht dahin, da hoch. Ja, die Bogenschützen könnten dann zum Problem werden. Oh Gott. Ja, die legen sich ordentlich ins Zeug, die Polizisten. Schießen die auf den Turm? Auf den Turm, der absolut nichts dagegen macht. Ja, aber die zerlegt man gerade anständig, wenn ich ehrlich bin. Die schießen wirklich immer auf die Falschen. Und jetzt ernsthaft, versuch mal mit Pfeilen so einen Turm zu zerstören. Eigentlich ein Ding der Unlogik. Unlogik hoch 10, aber ja, kein Problem für die.
Warum steigt denn das nicht mehr? Ich habe das Gefühl, es steigt nicht mehr. Ich habe die vielleicht doch ein bisschen unterschätzt. Wir sind zum Anlocken wieder. Oh, die wurden direkt fertig gemacht. War wie Türmann, oder? Ich muss noch Bogenschützen. Nicht den Drillplatz zerstören nach Möglichkeit. Wollt ihr da nicht mal rausgehen? Vor allem einer und wenn da drei Polizisten dafür einkloppen, das muss doch auch funktionieren. Wir sind jetzt bei 37. Die scheiß Bogenschützen. Da kommt bei der nächste Angriff. Aber echt, die Polizisten sind kein Ziel von denen. Das heißt, die kommen wirklich immer an die Bogenschützen ran. Die Nahkämpfer weg? Die Nahkämpfer haben Schiss, das ist schon mal gut. Versuchen echt den hier zu erwischen. Aber wahrscheinlich können die keinen Schaden an Mauern machen. Wo sind denn das? Die stehen ja alle übereinander, oder? Der Feind, alle Leute, mich mit Invasoren herumzuprügeln, stand aber nicht in meinem Arbeitsvertrag. Nein, aber das ist ein lustiger Spruch. Ja, die nächste Armee. Das können sie nicht zerstören, interessanterweise, aber Türme. Die weniger aushalten, die Mauern, die gehen kaputt, aber Türme nicht. Die überleben echt so einen Speerwurf. Die halten also auch viel, viel mehr aus, als sie sollten. Aber jetzt haben sie genug gut. Typen, ich kann mir hier nicht besonders gut leiden. Ja, jetzt habe ich natürlich ein tierisches Problem, oder? Ja, jetzt bin ich sowas von am Arsch. Außer das rettet mich jetzt. Was? Wartet mal. Ach scheiße, es ist Januar geworden. Ah, Mist. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das war ein Fehler.
Die sind doch nicht mal da und bringen die einfach so um nebenbei. Verdammt, ich hätte es gerade wahrscheinlich wirklich beenden können. Die Bogenschützer zustoßen ist natürlich nicht gut. Sie kommt die Armee der Polizisten raus. So bescheuert, aber cool. Ach, hier sind auch. Die schießen da drüber. Oh, wie praktisch. Aber die Polizisten werden jetzt. Okay, wenn sie das zerstören, dann kommen sie natürlich durch. Aber die Polizisten rennen halt hier und holen die alle. Boah, die haben echt besiegt. Die Bogenschützen haben genug tatsächlich. Die sind gerade in Panik davon gelaufen. Warum haltet ihr. Geht ihr nicht alle auf einen? 5 Leute, die auf einen Soldaten einschlagen, oder sagen wir mal 20 Leute, die auf einen Soldaten einschlagen, müsste es ja auch schaffen. Worauf schießt ihr? Ach, egal. Okay. Weg. Ja, den können sie anscheinend wirklich nicht verletzen. Gehen sie aufs nächste Ziel oder haben sie Angst? Schwer zu sagen. Ah, hier geht's richtig ab. Die Polizei macht die echt nass. Die haben anscheinend genug, oder? Ja. Die haben Angst. Und gerade weil du hier in der Mission auch nicht irgendwelche Forderungen hast, macht es doppelt so schwer, dass du deine Zufriedenheit behältst. Truppe niedergeprügelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hat sogar noch getötet. Es ist Wahnsinn, was die einstecken. Weil die sind noch nicht mal abgezogen. Jetzt. Wie soll ich mich behaupten? Ich könnte aber sowas von vergessen. Ich kann ja nicht mal hinterher rennen, um sie zu beschießen. Ja? Eure Moral ist schlecht, aber ihr packt das. Vertraut auf das Herz der Karten. Was? Fällt mir gerade ein, ich sollte. Reicht das denn jetzt? Ein Truhe voll Saphire? Warum steigt das nicht mehr? Es steigt einfach nicht. Und ich will wissen, warum. Okay, alles ein bisschen Schutz gibt. Alles, was irgendwie Feinde aufhält. Eure Moral ist scheiße, ihr könnt zurück. Erstmal. Was sind die eigentlich? Ach, hier hinten und zerstören alles gut. Fein macht das.
kann meine... aus nur unerfindlichen Gründen, aber mein Status in der Welt nicht mehr erhöhen. Ich hoffe, ihr habt genug, ja? Ich hoffe, nicht echt genug. Polizei? Wollt ihr nicht helfen? Nein, ihr löst euch einfach mal auf. Warum auch nicht? Denke ich mir auch manchmal, warum nicht einfach mal plötzlich auflösen? Arztpraxis, achso, ja. Okay, die haben. Ach, hier ist auch noch einer. Könnt ihr mal umbringen? Wo gehen sie jetzt hin? Haben sie erwischt? Okay, war zu erwarten. Die hauen ab, oder? Gut. Hilft mir euch, können wir ja nicht besonders gut leiden. Das? Ach, das andere Silo, okay. Ja, muss das schaffen. Aber bilde ich überhaupt noch Truppen aus? Geschafft? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Hey, die Polizei macht wirklich mehr als meine verdammten Soldaten. Aber das scheint wirklich das Effizienteste zu sein. Oh, hier ist überall viel. Die gehen halt immer auf die gleichen Sachen, aber trotzdem. Was da an kollateralen Schäden das ein paar Sachen, okay. Angerichtet wird, ist halt nervig. Zahnarzt, Feuerwache. Ist hier nichts weiter kaputt. Hier hat irgendwer ein Silo zerstört. Keine Ahnung, wer das war. Ein Architekt sehe ich auch gerade. Was ist hier noch kaputt? Außer, dass ihr alle zusammengefallen seid. Dein Problem, ich mein's. Okay, jetzt sind sie mittlerweile angepisst. Geld sieht gut aus. Der Rest nicht so.
Scheiße, da gehört eigentlich die Bühne. Na, obwohl die Bühne brauchen wir ja nicht. Ah, sieht die nicht toll aus. Ja, diese tolle Schreien. Was war das hier? Das ist eine Brauerei. Ja, Gerste ist auf Import. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Schlachten immer wieder gewinne. Aber ich tue es. Vielleicht kann man ja nur einmal im Jahr ein Geschenk machen. Oder ich muss mir ein Jahr jetzt einfach mal ein normales Gehalt zahlen und dann darf ich wieder. Ja, Geschenk? Es bringt einfach nichts mehr. Okay. Muss ein bisschen. Ah, war dann gleich eine solche. Oh, oh, oh. Ja, hä, wieso? Egal. Ich freue mich einfach. Gut gemacht. Sie haben die begrenzten Ressourcen optimal genutzt und die Macht des Re an diesem entlegenen Ort aufblühen lassen.